zu unserer Silvesterkundgebung Grenzen ziehen. Ich begrüße alle, die von nah und von fern gekommen sind. Freunde aus Erfurt, aus Gera, aus Chemnitz, aus Dresden, wieder in großer Delegation aus Berlin und anderswoher. Herzlich willkommen. Ich heiße Christoph Berndt, ich bin der Versammlungsleiter und beginne mit den Auflagen. Es sind die gewohnten Auflagen. Lautstärke und Ausrichtung des Lautsprechers sind so gewählt, dass die Versammlungsteilnehmer erreicht werden und niemand gestört wird. Wir halten uns daran. Es werden Transparente und Plakate zum Einsatz kommen, die nicht überdimensioniert sind. Die Versammlungsteilnehmer, während der gesamten Zeit der Versammlungsteilnehmer werden keine Hunde mitgeführt. Alkoholische Getränke werden nicht konsumiert. Behältnisse aus Glasblech werden nicht mitgeführt und es werden keine Reden gehalten oder Beiträge abgespielt, die den öffentlichen Frieden stören. So ist es. Uns ist daran gelegen, den öffentlichen Frieden zu bewahren und womöglich in diesem Land wiederherzustellen. Der öffentliche Friede in diesem Land ist massiv gestört durch die Politik der Regierung. Er ist massiv gestört durch die Politik der offenen Grenzen und die seither fortdauernde Einwanderung aus Afrika und Nahost von Hunderttausenden. Liebe Freunde, Silvester 2015 war ein Menetekel und noch immer haben die Verantwortlichen im Land und in der EU nichts begriffen. Sie ebnen nach wie vor der kriterienlosen Einwanderung den Weg und alle, die kommen, so gut wie alle, die kommen, bleiben, egal ob zu Recht oder Unrecht, ob mit Papieren oder ohne Papieren und so wachsen Parallelgesellschaften und Ghettos und so wächst die Verwahrlosung und so wächst die Gewalt im Land. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach in Frieden leben. Wir wollen nach unserer Art in unserem Land in Frieden leben und deshalb fordern wir ein Ende dieser Politik. Und Freunde, wir wollen mit dem Gedenken an die friedliche Revolution vor 30 Jahren uns in Erinnerung rufen, dass nichts stärker ist als ein selbstbewusstes Volk. Und obwohl die patriotische Bürgerbewegung seit dem Mord an Daniel Hillig im August, Ende August 2018 in Chemnitz in nicht zuvor gekannter Weise diffamiert und schikaniert wird, obwohl sie diffamiert und schikaniert wird, ist sie nicht tot. Sie ist vital, sie lebt, das sehen wir in Dresden. Wir haben es vor kurzem in Aue gesehen und wir sehen es hier in Cottbus. Und wir in Cottbus, wir trotzen allen Diffamierungskampagnen, wir ducken uns nicht weg, wenn wir als toxisches Gebilde diffamiert werden. Wir nehmen unsere demokratischen Rechte selbstverständlich wahr und wir wissen, wenn wir diese Rechte wahrnehmen, dann nehmen wir auch unsere staatsbürgerliche Verpflichtung wahr. Wenn wir unseren Nationalstaat verteidigen, dann tun wir etwas Gutes für dieses Land. Dieses Land hat es bitter nötig, weil die Regierung dieses Land runterwirtschaftet. Und noch eins, liebe Freunde, das Verschwinden der Nation und des Nationalstaats, das ist kein Naturgesetz, wie es uns die Ideologen der Grünen und in den Medien weismachen wollen. Wir wissen, wenn wir unser Schicksal in die Hände nehmen, wenn wir die Hoffnung nicht verlieren und wenn wir aktiv werden, dann werden wir und können wir und werden wir unseren Staat erhalten und unsere Nation retten. Deshalb stehen wir hier und deshalb rufen wir laut und vernehmlich Grenzen ziehen. So, Freunde, und jetzt begrüße ich den ersten Redner, den ersten Gast aus Dresden. Es ist ein Freund, der schon hier war, als wir das Trojanische Pferd vor der Stadthalle aufgestellt haben. Es ist der allseits bekannte und beliebte Blogger Elmar Gerke. Ja, liebe Freunde, jetzt hier in Cottbus. Hatte ein bisschen Anfangsprobleme. Ich habe also vielen Dank erstmal für den Vorschussapplaus, obwohl Sie gar nicht wissen, was ich sagen werde. Wenn das mal irgendwann so lange dauert wie beim CDU-Parteitag, 10 Minuten lang, dann mache ich mir dann wirklich Gedanken. Liebe Freunde, wenn die Qualitätsmedien wieder über unsere heutige Kundgebung berichten, dann werden sie wieder von Islamfeinden, Ausländerhassern und natürlich auch Nazis sprechen. Ja, vermutlich bekomme auch ich dann mein Fett als Rechtspopulist unter Hetzer ab. Aber mal ganz ehrlich, darüber können wir doch nur noch lachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Denn diese Käseblätter,
die sind von sehr unabhängigen und seriösen Journalismus ungefähr so weit entfernt wie Claudia Roth vom ersten Platz bei Germany's Next Topmodel. Richtig. Und der Wahrheitsgehalt der öffentlich-rechtlichen Sender, man nennt sie ja bereits Merkels Helfer, liegt ungefähr auf dem Niveau bekannter älterer deutscher Nachrichtenmagazine wie Aktuelle Kamera oder NS-Wochenschau. Denn wenn ich hier in die Runde blicke, dann sehe ich keine Nazis. Dann sehe ich nur mutige Menschen mit Rückgrat, die ihre Heimat lieben und gegen diesen politischen Irrsinn auf die Straße gehen, welchen uns die Zitteraaltruppe eingebrockt hat. Und dessen folgen wir, nämlich das Volk, dann ausbaden müssen. Und ich sehe auch sorgenvolle Eltern, die einfach Angst davor haben, dass ihr geliebtes Kind als nächster täglicher Einzelfall endet. Kürzlich wurde ich mal gefragt, warum kommst du immer mal wieder so gern nach Cottbus? Die Antwort ist relativ einfach, weil nämlich hier das patriotische Herz Brandenburgs schlägt. Und es ist nicht nur ein Herz, es sind sogar tausende Herzen, die gemeinsam und laut für unser Land schlagen. Und dieser Herzschlag der Straße, der ist ja seit 1. September auch im Landtag angekommen, im Potsdamer Landtag. Und zwar in Gestalt eines Mannes, der eben nicht abgehoben und fernab der Realität ist, wie viele sogenannte Volksvertreter der linksgrünen christsozialdemokratischen Einheitspartei. Nein, dieser Mann, der kennt die Sorgen und Nöte der schon länger hier Lebenden. Lieber Christoph Berndt, wo ist er? Ich glaube jetzt mal für alle hier auf dem Platz zu sprechen, wenn ich sage, wir freuen uns, dass du diesen Totalversagern im schwarz-grün-roten Landtag zeigst, wie ein anständiger Politiker ausschaut, der sich für die Menschen in unserem Land einsetzt. Ja, Christoph, dein verdienter Applaus. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde, ist Uwe Steimle bei Ihnen hier in Brandenburg genauso beliebt wie bei mir daheim in Sachsen? Ja. Oh, das war relativ eindeutig. Ne? Ja, unser Uwe Steimle, der beginnt nämlich den entscheidenden Fehler. Anstatt seiner eigenen Aussage, wir leben in einer Demokratie, da halte ich lieber meinen Mund, auch zu befolgen, schaute er dem Volk eben nicht nur aufs Maul, sondern sprach öffentlich das aus, was viele Mitteldeutsche denken und vor allen Dingen fühlen. Jetzt kann man sagen, der Steimle ist zwar ein Linker, das stimmt, aber er ist nämlich einer von den Anständigen. Einer, der seine Heimat liebt und weder Antifa-Aktivisten applaudiert, noch AfD-Bashing betreibt. Naja gut, damit verstößt er dann offenbar gegen den Mitarbeiterkodex von Pyongyang TV. Wobei es gehört ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Rundfunk gehört es ja offensichtlich jetzt zum guten Ton, Omas aus Klimasau zu beleidigen. Das geht wieder, das darf man. Ne? Aber was soll man auch von einer MDR-Intendantin erwarten, die zu DDR-Zeiten als Mitglied, als SED-Mitglied und Frau eines Militärstaatsanwaltes juristische Aufsätze über den Klassenfeind verfasste und das zusammen mit einem Geheimdienstoffizier. Ja? Und übrigens, wir GEZ-Zwangszahler finanzieren der Carola Wille, so heißt die MDR-Chefin, ein Jahresgehalt von schlappen 275.000 Euro. Und das ist ja noch nicht alles. Da ist auch ein Arm dran. Später mal eine garantierte Rente von 17.000 Euro, aber im Monat. Also so viel haben dann viele vielleicht noch nicht mal im Jahr. Und das ist ja aber auch mal eine interessante deutsch-deutsche Karriere. Ne? Also von der dunkelroten Socke zu einem Kapitalistengehalt, was höher ist als das des Bundespräsidenten. Hut ab, muss man schaffen. Das stimmt. Zum Schluss noch eine Anekdote aus meiner Heimatstadt Dresden, bei der ich jetzt gar nicht weiß, ob ich weinen oder lachen soll. Denn bei uns, da gibt es einen Busfahrer, den die Bild-Zeitung unter der Überschrift, jetzt kommt's, Ausländerfeindlichkeit in Dresden als rechtsradikal bezeichnet und über dessen Tat sein Arbeitgeber erschüttert ist. Jetzt fragen wir uns alle, was hat denn der böse Bube getan?
steuerte er seinen Bus vielleicht in einer braunen Uniform und mit irgendeinem rechten Arm durch Florenz? Verlangte er von den Passagieren neben Fahr auch Arier-Ausweis oder verweigerte er vielleicht auch stark pigmentierenden Mitbürgern die Beförderung? Nein, das hat er alles nicht getan, es war viel schlimmer. Er klebte hinter die Scheibe einen Zettel, auf dem stand: Diesen Bus steuert ein deutscher Fahrer. Und da können wir noch von Glück sagen, ja, dass es kein Eisenbahner war. Weil bei einem deutschen Lokführer, da liefe der linksgrüne Mainstream wirklich Gefahr, hyperventiliert in kollektive Ohnmacht zu fallen. Nehmen wir mal einen hypothetischen Fall an, und zwar einen zum Buslenker weitergebildeten Neubürger, der vielleicht stolz sein, hier fährt ein somalischer Busfahrerschild präsentiert. Der hätte nicht nur weltoffenen Applaus geerntet, sondern auch den Integrationspreis der Amadeo Antonio Stiftung, den wäre ihm sicher gewesen. Das Ganze ist natürlich rein hypothetisch, weil bisher gibt es keine Nachruß, also nordafrikanische Busfahrer wohlgemerkt. Angeblich ist ja dieses Berliner Projekt, dieses Pilotprojekt, Blitzumschulung für Tunesier zum LKW-Fahrer im Weihnachtsmarktverkehr, das ist ja gescheitert. Und jetzt fragt man sich, was ist die Moral von der Geschichte? Klar, du darfst in Deutschland Nationalstolz zeigen, ist überhaupt kein Problem. Vorausgesetzt, du bist kein Deutscher. Ja, so ist es. Glaube ich aber mal. Liebe Freunde, angesichts der täglichen Horrormeldungen blicken viele von uns voller Angst in die Zukunft. Und man fragt sich wirklich, ob diese irre Politik am Ende in einen apokalyptisches Bürgerkriegsszenario mündet oder ob unser Land überhaupt noch zu retten ist. So ist es gewollt. Und ich verstehe diese Sorgen, aber diese Ängste, die dürfen niemals, aber auch wirklich niemals, zum Zweifel an uns selbst, zum Zweifel an unsere Stärke führen. Denn wenn wir uns selbst nicht mehr vertrauen, wenn wir zulassen, dass sich parteiinterner Streit, Eitelkeit und Missgunst wie Gift in die eigenen Reihen schleicht, dann sind wir wirklich verloren. Nehmen wir uns stattdessen ein Beispiel an Otto von Bismarck. Den kann man immer wieder zitieren, großer Mann gewesen, und der hat mal gesagt: Wenn die Deutschen zusammenhalten, dann schlagen sie den Teufel, aus der Hölle. Genau so ist es. Freunde, ich finde, das wäre doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, anstatt mit Rauchen aufzuhören oder sowas. Weil ich habe so den Eindruck, genügend Teufel, die haben wir ja in unserem Land. In diesem Sinne, lassen Sie uns auch 2020 den patriotischen und heimatliebenden Weg treu bleiben. Ich hätte jetzt auch sagen können, wir bleiben dem rechten Weg treu, aber das ist dann wieder ausgelegt. Immer friedlich. Und vor allen Dingen eins, gemeinsam. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke für die wahren Worte. Ja, vielen Dank, Elmar. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt spricht einer zu uns, der hier aus Cottbus kommt, der jetzt frisch in den Landtag gewählt wurde, der bei unseren Demonstrationen von Anfang an dabei war. Und der die Verbindung aufrechterhält, der mit seiner Person für die Verbindung steht zwischen der AfD und der Bürgerbewegung, dem außerparlamentarischen Protest hier in Cottbus. Es ist Lars Schieske. Ja, hallo Landsleute. Erstmal danke Christoph für die warmen Worte hier an dem kalten Tag. Ja, zum Jahresende schaut man auf das scheidende Jahr zurück, lässt sich gedanklich das alles nochmal Revue passieren und genießt die ruhige und besinnliche Zeit zwischen den Jahren, den sogenannten Rauhnächten, im Kreise seiner Familie und Freunde. Und umso schöner ist es heute hier zu sehen, wie viele Patrioten, heimatliebende Menschen mit Verstand vor Ort gekommen sind und hier Gesicht zeigen. Danke dafür. Doch zuerst möchte ich die Vertreter der Qualitätsmedien und die rot-grünen Denunzianten vorwarnen: Diese Rede hält ein deutscher Patriot. So, und damit geht der Gruß an den Busfahrer nach Dresden. Elmar hat es ja schon gesagt gehabt, der wahrscheinlich nicht so besinnliche Weihnachten hatte wie viele von uns, weil er um seine berufliche Zukunft sich sorgen musste.
Ich wollte zwischen den Jahren wirklich mal etwas ruhiger angehen, für meine Familie da sein. Doch genau solche Sachen lassen mich nicht in Ruhe. Uns als kritisch Hinterfragende wird immer die Spaltung der Gesellschaft unterstellt. Doch wer hier spaltet, ist ganz klar. Die drei Säulen der Meinungsdiktatur. Zur ersten Säule gehören die systemtreuen Schreiberlinge, die diesen Busfahrer als Fremdenfeind dargestellt haben. Die uns immer wieder als rechtsradikale Ausländerfeinde und Nazis beschimpfen. Die jetzt erst wieder 2000 Menschen in Aue als Nazis bezeichnet haben, welche nach einer Messestecherei am Heiligabend den Aufruf eines demokratisch gewählten Stadtrats folgten und sich auf dem Markt friedvoll versammelten. Oder die Menschen, die sich am Sonntagabend in Köln vor dem WDR-Gebäude versammelten, um gegen diese unsägliche Oma-Hass-Liedes zu demonstrieren. Diese Menschen wurden von den Systemmedien als Rechtsradikale bezeichnet. Liebe Freunde, so wie es der Elmer schon sagte, Sie können uns bezeichnen, wie Sie wollen. Wir gehen weiter auf die Straße. Für unser Land, für unsere Kinder, für unsere Kultur und die Zukunft unserer Kinder. Die zweite Säule der Meinungsdiktatur sind die Politiker der Altparteien, egal in welcher Funktion, ob auf Bundesebene, auf Landesebene oder in der Kommune, zeigen mit ihren Worten und Taten, wessen Geisteskind sie sind. Nach dem tragischen Mord des Feuerwehrmannes in Augsburg, der mich persönlich als Feuerwehrmann schockierte, stellte der Oberbürgermeister eine Todesanzeige ein. Da wurde von einem tragischen Vorfall gesprochen. Freunde, ein tragischer Vorfall. Schaut mal in den Duden. Ein tragischer Vorfall ist ein plötzlich eintretendes, für den Beteiligten unangenehmes Ereignis oder Geschehen. Dieser Feuerwehrmann wurde totgeschlagen von Menschen einer anderen Kultur, die sich auch nach Generationen hier nicht integrieren können. So sieht's aus. Die Damen und Herren Politiker verstecken sich lieber hinter Regenbogenfahnen, heucheln Toleranz und Vielfalt und predigen täglich, in was für einem sicheren Land wir leben. Fragt doch mal unsere Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, welche Bekanntschaften sie schon in diesem ach so sicheren und toleranten Land machen durften. Und zur dritten Säule gehören diese ideologisch gesteuerten Realitätsverweigerer. Zu ihnen gehört zum Beispiel das entsetzte rosahaarige Peterle aus Dresden, welches das Schild des Busfahrers veröffentlichte und ihm beim Arbeitgeber anzeigte. So regte sich das Peterle über den deutschen Busfahrer auf und über diese Frakturschrift. Liebes Peterle, herzlich willkommen in Deutschland. Da sollte es doch normal sein, wenn ein Deutscher hinter dem Lenker vom Bus sitzt. Und dass die Frakturschrift keine Nazischrift ist, das sollte auch der Dümmste wissen. Einfach mal nachlesen. Die Nationalsozialisten verschrien die Schrift als Judenschrift und sie wurde aus der Öffentlichkeit 1941 verbannt. Zu dieser Säule gehören aber auch die klimaschützenden Freitagsschulschwänzer, die immer noch glauben, ohne deutsche Atom- und Kohlekraftwerke, ohne deutsche Dieselmotoren, aber dafür mit ganz viel Wind- und Sonnenenergie und Elektroautos lässt sich das Klima schützen. Kinder, seit über 4 Milliarden Jahren gibt es einen Klimawandel. Der lässt sich durch Schule, Schwänze und Steuererhöhungen nicht beeindrucken. Das Klima kann man nicht schützen, die Umwelt hingegen schon. Begeht aktive Umwelthilfe, pflanzt Bäume, sammelt Müll oder vermeidet ihn. Dann können wir euch auch ernst nehmen. Apropos ernst nehmen. Ich habe im Innenausschuss, dem ich ja jetzt im Landtag angehöre, so meine Probleme damit. Da stellt sich der Innenminister Herr Stübgen in einer öffentlichen Innenausschusssitzung hin und klärt dort über das Ereignis eines Fotos von 9 Cottbuser Polizeibeamten vor einem Ende-Gelände-Graffito am ersten Advent auf. Zitat: Das Foto sei relativ schnell in andere soziale Netzwerke gelangt, auch einschlägig bekannte rechtsextreme Netzwerke. Dort sei es besonders intensiv verteilt worden. Zitat Ende. Nun fragte ich als neugieriger Volksvertreter, in welchen rechtsextremen Netzwerken das Foto weiterverbreitet worden sei. In der öffentlichen Ausschusssitzung erhielt ich keine Antwort auf meine Frage, nur ein Schulterzucken. Und die schriftliche Antwort des Ministers lässt auch zu wünschen übrig. Ich zitiere aus dem Schreiben: Inwieweit eine Verbreitung des Fotos auch in rechtsextremen Netzwerken erfolgte, ist Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Jetzt darf sich jeder so mal seine Gedanken machen, was hier verbreitet wird. Freunde, glaubt nicht alles, was ihr hört, hinterfragt, legt den Finger in die Wunde, macht Sachen, die der Wahrheit entsprechend öffentlich, zeigt Gesicht, damit der letzte Zweifler sich 2020 endlich vom Sofa bewegt und nicht nur seine Meinung in den sozialen Medien preisgibt, sondern hier zusammen mit uns auf der Straße steht. Jawohl, genau.
eine Sache habe ich noch. Am letzten Tag des Jahres will ich auch mal Danke sagen. An euch, dass ihr immer wieder Gesicht zeigt. Danke dafür. Und dass ihr uns bei den Wahlen das Vertrauen geschenkt habt. Denn ich darf stolz behaupten, einer der 23 Volksvertreter zu sein, die jetzt die Altparteien im Landtag jagen. Natürlich möchte ich mich auch bei der Polizei bedanken, die hier immer wieder eine tolle Arbeit verrichten, und bei allen Rednern der letzten Jahre, aber vor allem bei unserem Christoph Bernd. Danke, Bernd, für danke Christoph für alles. Danke, dass du hier seit Jahren aktiv bist. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Vielen Dank, lieber Lars. Und ab jetzt und für immer ist verboten, sich bei einem gewissen Herrn Bernd zu bedanken. So, und jetzt holen wir mal wieder zwei aus der Bürgerbewegung hier auf den Hänger. Unseren Enrico und seine Tochter Vilja. Sie waren letztes Jahr schon hier und wir freuen uns darauf, dass sie wieder zu uns sprechen. Und ich glaube, Vilja hat auch ein Gedicht mitgebracht. Hallo Cottbus! Schön, wieder mal hier oben zu stehen. Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Weihnachten, das Fest der Familie, liegt hinter uns. Doch nicht für alle war es das Fest der Freude und der Familie. Die Familie, deren Mutter mit ihrem 8-jährigen Kind in Frankfurt vor einen Zug gestoßen wurde, musste Weihnachten ohne ihren Sohn begehen. Die Familie aus Wittenberg, dessen Sohn totgeprügelt wurde, musste ohne ihren Sohn diese Weihnachten begehen. Die Familie des Feuerwehrmanns, der in Augsburg nach einem Weihnachtsmarktbesuch totgeschlagen wurde, weil er lediglich ein paar Jugendliche zur Ordnung aufgefordert hatte. Auch diese Familie muss Weihnachten ohne den Vater und Ehemann verbringen. Ich möchte in diesem Beispiel nicht von Weihnachten feiern reden, da ich denke, dass diese Familien diese sowie kommende Feiertage nicht zu feiern haben. Das sind nur einige traurige Beispiele, wie der irrsinnige Plan unserer Kanzlerin und ihrer Gefolgschaft nicht funktioniert, Leute anderer Kulturen bei uns zu integrieren, die sich nicht integrieren wollen. Denken wir doch nur mal an die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz. Denken wir nur mal an die Silvesternacht in Köln, wo die große Bereicherung unseres Landes Mädchen und Frauen wie Feivild begrapscht und belästigt hat. Denken wir nur mal an die Freibäder in den alten Bundesländern, wo Gruppen unserer neuen Gäste tyrannisiert haben, wo sich kein Einheimischer mehr hintraut. Alles nur ein paar Beispiele. Ich könnte damit noch einige Zeit weitermachen. Deshalb möchte ich heute die Leute ansprechen, die weder heute noch die anderen Male hier sind, die zu Hause sitzen und auf das warten, was passiert. Ich hoffe, ihr hört mich vor dem Livestream oder hinter euren Fenstern. Wo ist Cottbus? Wo sind die jungen Familienväter? Ist euch die Zukunft eurer Kinder denn egal? Denkt ihr, euch kann doch nichts passieren? Ist das alles zu weit weg? Denkt ihr, die große Migrationsflut ist durch und ihr könnt euch mit der momentanen Situation arrangieren? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn in Griechenland und den anderen Durchgangsländern warten Zehntausende auf den Abholservice nach Deutschland. Selbst der griechische Ministerpräsident sagt, jeder soll sich im Klaren sein, dass viele dieser Menschen keine Flüchtlinge sind, sondern Wirtschaftsmigranten. Deshalb habe ich das Geschimpfe auf irgendwelchen Stammtischen satt. Mich kotzt das Gezeter auf den Grillabenden an. Das Gelaber, wie schlecht doch alles ist, mit seinen Kollegen in irgendwelchen Kantinen. Das interessiert keinen Menschen.
Wie kann man nur zu Hause sitzen und einfach nichts tun? Sagte schon Martin Sellner in Dresden. Was interessiert, ist die Masse auf der Straße. Hier werdet ihr gehört. Die Zukunft und Sicherheit eurer Kinder, unserer Kinder, kann euch doch nicht egal sein. Die Jüngsten unserer Gesellschaft können ihre Zukunft noch nicht selber gestalten. Sie müssen sie so hinnehmen, wie wir sie hinterlassen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter, unsere Kinder hinter Betonpollern zum Weihnachtsmarkt gehen. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder Angst haben müssen, zur Schule zu gehen, weil sie dort getreten und geschlagen werden, schon von den Jüngsten unserer neuen Gäste. Ich möchte nicht, dass Kinder sich nicht mehr trauen, ins Freibad oder an den See zu gehen. Also rafft euch endlich auf. Zeigt euch hier auf der Straße. Lasst euch nicht von den Medien beeinflussen, die uns diffamieren, die uns als fremdenfeindlich, als Treffpunkt Rechtsradikaler hinstellen. Alles, was für unsere feinen Damen und Herren dort oben zählt, ist der Kampf gegen rechts. Was anderes hört man doch nicht. Doch was ist der Kampf gegen rechts? Da wird eben ein getöteter Feuerwehrmann zum tragischen Vorfall, wie Lars es schon sagte. Da spricht keiner von, dass Baumaschinen angezündet werden, eines Unternehmers, der eine gewählte Partei unterstützt, von linken Gruppen. Es scheint da oben niemand zu interessieren, dass sich Kinder nicht mehr zur Schule trauen. Was ist der Kampf gegen rechts? Gegen wen muss denn da gekämpft werden? Gegen Zukunft Heimat? Gegen Pegida? Gegen mich? Nein. Wir alle wissen selber, wer wir sind. Besorgte Bürger, die es nicht länger hinnehmen, was von oben diktiert wird, und das auch offen sagen. Und solange ich für meine Tochter keine sichere Zukunft sehe, solange unser Land von Menschen überflutet wird, die weder Recht und Ordnung kennen, solange sich Frauen abends nicht mehr aus dem Haus trauen, weil sie Angst haben vor Gruppen von Leuten, die sich hier gar nicht integrieren wollen, solange werde ich hier oben stehen. Wenn ihr das wollt, natürlich. Vielen Dank und ein schönes neues Jahr. Und als kleine Überraschung, schon wie voriges Jahr, möchte ich euch meine Tochter vorstellen. Ich möchte allen danken, die das Ganze hier über auch für meine Zukunft auf die Straße gehen. Für euch habe ich ein kleines Gedicht mitgebracht. Schneeflocken, es schneit, hurra, es schneit. Schneeflocken, weit und breit. Ein lustiges Gewimmel kommt aus dem grauen Himmel. Was ist das für ein Leben? Sie tanzen und sie schweben. Sie jagen und sie fliegen. Der Wind bis vor Vergnügen. Und nach der langen Reise, da setzen sie sich leise aufs Dach und auf die Straße und frech sie auf die Nase. Dankeschön und ein gesundes neues Jahr. Danke, unsere Jugend. Danke, danke. Vielen Dank, Enrico und Velja. Ja, wir wissen, wofür wir demonstrieren, für die Zukunft unseres Landes, für die nachkommenden Generationen. Das sind wir denen schuldig. Wir haben viel von unseren Eltern geerbt und wir werden alles daran setzen, dass auch die nachkommenden Generationen ein Land finden, in dem sie wirklich gut als Deutsche leben können. So, wir haben im vergangenen Jahr viel zusammen gemacht mit unseren Freunden aus Dresden. Wir hatten den Elmar schon gehört. Aber wir sind eng verbunden natürlich mit Pegida. Das war auch eine schöne Feier, die wir gemacht haben zum 5. Jahrestag von Pegida. Und auch heute sind
unsere Freunde von Pegida wieder mit großer Besetzung gekommen. Und jetzt rufen wir mal Sigi und Wolfgang auf die Bühne. Hallo Cottbus. Von uns gibt es eigentlich nur ein Grußwort. Wir stehen im sechsten Jahr mit Pegida auf der Straße. Viele haben uns das nicht zugetraut, die Presse am wenigsten. Ich habe gestern irgendwo einen Post reingesetzt, wo 2015 alles schon in den nächsten Tagen totgeredet wurde. Ja, wir stehen jetzt hier, ab morgen haben wir 2020, wir gehen ins nächste Jahrzehnt und es wird sicher, oder es werden sicher nicht die goldenen 20er werden, die wir in den nächsten 10 Jahren erleben. Deswegen steht ihr da, wir wissen das alles. Ich brauche hier nicht das große Orakel spielen. Wir müssen nur 10 Jahre zurückschauen und 10 Jahre nach vorne denken. In Europa werden gerade, oder man bildet sich ein, das Fundament zu legen, um in den nächsten 10 Jahren, um diese 10 Jahre zu nutzen, alles umzukrempeln. Das geht los mit Steuererhöhung, Verarmung des Volkes, Umvolkung und so weiter und so fort. Das wird, der Plan ist, ein anderes Europa Ende 2020 zu haben, wie man es Anfang 2020 hat. Widerstand! Widerstand! Und Freunde, Widerstand! 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 Und Freunde, das Schlimmste bei der ganzen Sache, es wird offen kommuniziert. Offen. Und ich lese euch jetzt einen Satz vor, den ihr morgen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch das antut, von der Grenzöffnungsdiktatorin hören werdet, aus dem Mund unserer Kanzlerin. Zitat: Es sind ja unsere Kinder und Enkel mit denen, die mit den Folgen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet. Und jeder, der aus dem Osten ist, und das bewundere ich an dieser Gesellschaft, die wissen genau, was zwischen den Zeilen, was das bedeutet. Und dagegen stellen wir uns. Und es ist egal, ob das 10 Jahre oder noch 15 Jahre dauert. Jeder Tag, an dem wir uns nicht gegen diese Machenschaften stellen, ist ein verlorener Tag. Gutes neues Jahr! Freunde, Wolfgang hat eigentlich schon fast alles gesagt. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, das ist wirklich kein Witz und das ist auch keine Anspielung auf Malcolm X. Wir kommen irgendwie auf Brexit vorm ins Bett gehen. Und dann dachte ich mir, oder dann habe ich so geträumt, wie wär's denn jetzt, wenn nie nur die Briten austreten, sondern noch die Visegrad-Gruppe, noch ein paar andere osteuropäische Länder eine Freihandelszone mit den Engländern bilden, mit dem Commonwealth und dieser ganze EU mal auch endlich mal ordentlich den Bach runtergeht. Weil alles können die Deutschen dann auch nicht mehr bezahlen. Aber das werde ich noch mal ausarbeiten, werde das irgendwo jemandem vorlegen und vielleicht lässt sich das ja umsetzen. Nee, kleiner Scherz. Wir sehen uns am 20.01. wieder in Dresden auf der Straße, 18.30 Uhr auf dem Neumarkt. Wir bleiben auf jeden Fall stehen. Wir hoffen, dass viele, viele wieder mit dazukommen, weil letzten Endes, was bleibt, als auf die Straße zu gehen? Unser Kreuz haben wir alle gemacht. Die nächsten Kreuze sind eine Weile weg. Und wer sich jetzt auf die Couch setzt und die Füße hochlegt, der hat das Ganze an sich nicht verstanden. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns in Dresden und in Cottbus und wo auch immer. Danke, Freunde. Unser Zielzettel roter Fahnen vor in der 30. Klasse, sagt die Landtagsvizepräsidentin von der CDU. Naja, die Frage von einem Schüler, warum die Renten im Osten so schlecht sind, ja, die haben ja nicht eingezahlt. Ja? Und wir alle wissen doch, dass genau diese Dame, die seit 93 drin ist im Landtag, maßgeblich mit dran beteiligt war, dass unsere Sozialversicherung verkauft worden ist. Und zwar an die Allianzversicherung, ja? An einen privaten Konzern, der keine Rente zahlt, keine Zusatzrente zahlt und gar nichts. So, jetzt möchte man mit einer Tesla-Fabrik einen neuen Wandel stattfinden. Das ist ungefähr 100 Kilometer weg. Wer fährt denn von euch 100 Kilometer bis zur Arbeit? Wer schafft das? Ja? Ja, einige wenige. Einige wenige. Wie gesagt, ich möchte auch nicht zu lange halten heute. Wir haben hier einen guten Kampf geliefert, aber das darf noch nicht vorbei sein. Es geht um euch, es geht um eure Kinder, um die Enkelkinder und zukünftige Generationen. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, hier in der Lausitz wird der Kampf um Brandenburg entschieden. Und hier sollten wir weiter auf die Straße gehen und weiter kämpfen. Und auch ich möchte, auch wenn Christoph das nicht hören will, nochmal komplett Zukunft, Heimat und speziell Christoph danken,
Christoph auch danken, dass er Kollege geworden ist im Landtag. Ja, damit wir da zusammen ein bisschen den Leuten auf die Finger schauen können. Damit wir eure Themen spielen können. Und die Politik, die wir hier versprochen haben, auch umsetzen können. Auch wenn man es, wenn ihr euch mal die Plenarsitzung anguckt, jeder Antrag abgelehnt wird. Aber wir setzen uns ein und wir setzen uns auch außerparlamentarisch weiterhin ein. Ich wünsche euch allen guten Rutsch und bleibt so, wie ihr seid. Dankeschön. Anderer passierte. Sie wurden Opfer einer Maschinerie, die im Namen des neuen Menschen die Menschlichkeit zerstörte. Und die Ignoranz und die Überheblichkeit und die Gewissenlosigkeit, mit der damals gefordert wurde, vermeintliche Gegner wie tollwütige Hunde zu erschießen, das ist kein Spezifikum der Sowjetunion und ist leider mit ihr auch nicht verschwunden. Das waren die Merkmale der Weltverbesserer zu allen Zeiten und das sind die Merkmale der Weltverbesserer bis heute geblieben. Und so ist es vielleicht nicht dasselbe, aber doch zweifellos die gleiche Ignoranz, die gleiche Überheblichkeit und die gleiche Gewissenlosigkeit der Weltverbesserer in der Sowjetunion, wenn heute ein Redakteur des Westdeutschen Rundfunks Kinder anhält, Omas als Umwelt, wenn nicht gleich als Nazisäue zu denunzieren. Und das ist die gleiche Ignoranz, das ist die gleiche Überheblichkeit und das ist die gleiche Gewissenlosigkeit der Weltverbesserer, mit der die Mainstream-Presse über die große Protestdemonstration vor 3 Tagen in Aue berichtete. Und es ist wiederum die gleiche Ignoranz, die Überheblichkeit und die Gewissenlosigkeit von Weltverbesserern, mit der die Kinderkreuzzügler der Fridays for Future den Alten, von deren Arbeit sie leben, den Mund verbieten wollen, wenn es um Zukunftsfragen geht. Und es ist wiederum die gleiche Ignoranz, Überheblichkeit und Gewissenlosigkeit von Weltverbesserern, mit der die Terrorbrigaden von Ende Gelände ihre Unterstützer, zum Beispiel in der Linkspartei und in den Grünen und in den Medien, bei uns die Energieversorgung und unsere Lebensweise zerstören wollen und offen den Systemwandel fordern. Diesen Weltverbesserern geht es immer um einen Systemwandel. Und wurden wir früher im Staatsbürgerkundeunterricht belehrt, dass der Charakter unserer Epoche im weltweiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus bestehe, so werden wir heute in den Tagesthemen belehrt, wir seien der Gegenstand eines Gesellschaftsexperiments, nämlich des Experiments, unsere monoethnische Demokratie, also unseren verfassungsgemäßen deutschen Nationalstaat, in eine multikulturelle Gesellschaft zu verwandeln. Das ist der Systemwandel, auf den die globale Klimahysterie und der globale Migrationspakt zielen. Genau auf diesen Systemwandel, unseren Nationalstaat und die Nationalstaaten der Erde zu zerstören. Denn das neue kommunistische Paradies befindet sich in multikulturellen Siedlungsgebieten unter der Kontrolle anonymer und damit verantwortungsloser internationaler Behörden wie etwa der EU und der UNO. Und den Weltverbesserern von heute geht es um die Abschaffung der nationalstaatlichen Ordnung wirtschaftlich, politisch und kulturell. Und ob sie damit Erfolg haben, mit der Zerstörung der nationalstaatlichen Ordnung, das ist die Schlüsselfrage unserer Zeit. Und die Frage links oder rechts ist völlig nachgeordnet. Die Kernfrage unserer Zeit ist die, ob es noch in Zukunft souveräne Staaten und souveräne Völker geben wird oder nicht, ob dieser Systemwandel erfolgreich sein wird oder nicht. Offene Grenzen für alle ist weltfremd. Wenn das Kernanliegen linker Politik ist, die Benachteiligten zu vertreten, dann ist die No-Border-Position auch das Gegenteil von links, sagt Sarah Wagenknecht. Und deshalb demonstrieren wir hier in Cottbus seit dem 30. Mai 2017 unter dem Motto Grenzen ziehen. Wir verteidigen unseren Nationalstaat aus sozialer Verantwortung. Wir wehren uns gegen die Gesellschaftsexperimente der Weltverbesserer, weil sie inhuman sind, weil sie im Namen des neuen Menschen und des Systemwandels die Menschlichkeit abschaffen. Freunde, Hoffen ist Pflicht. Und wenn wir wohl alle
oftmals das vergangene Jahr als ein bleiernes Jahr empfunden haben, so gibt es doch unübersehbare Zeichen der Hoffnung und die sind deshalb umso wichtiger und umso ermutigender. Und ich fange an mit dem Ergebnis der Wahlen zum Unterhaus in Großbritannien vor wenigen Wochen, denn diese Wahlen waren eine schwere Niederlage für alle Systemwandler und Globalisten. Und wir haben in Erinnerung, wie sie seit 3,5 Jahren alles versucht haben, das Brexit-Votum zu annullieren. Sie haben alles versucht, weil sie nichts von Volksentscheiden halten. Aber sie haben auch nichts dazu gelernt, wie die Kommentare nach den Wahlen erkennen ließen. Ich dachte, die Zeitmaschine sei angeworfen, als ich am nächsten Morgen das Radio anmachte und die Kommentare hörte. Das war genau das Gleiche wie 2016. Und sie haben verloren. Brexit, der jetzt stattfindende Brexit, schlägt eine Bresche in die Betonmauer der EU. Und eine EU, die sich von der Nation und dem Nationalstaat verabschiedet, hat keine Zukunft. Und darf keine Zukunft haben. Und Freunde, auch in Deutschland waren es die Wahlen im Mai und im Herbst 2019, die ein Zeichen der Hoffnung sind. Vor allem die Wahlen im Osten und ganz vor allem die Wahlen in Thüringen. Denn nirgendwo wurde die Opposition so sehr diffamiert, so sehr verteufelt und so sehr gehetzt wie in Thüringen. Und dennoch erzielte die AfD mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke ein besseres Ergebnis als vorhergesagt. Das ist die richtige Antwort auf all die gemeine persönliche Hetze gegen diesen Mann. Und das Ergebnis in Thüringen schließt ja nicht nur eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition aus. Es verhindert de facto auch die Koalition der CDU mit der Linkspartei, die der Landesvorsitzende der CDU in Thüringen anstrebt und auch ein ehemaliger Landesvorsitzender der CDU in Brandenburg anstrebte, womit jeder weiß, was von dieser CDU zu halten ist. In Thüringen ist die Medienmacht und Medienhetze exemplarisch an ihre Grenzen gestoßen. Und was ist denn das, wenn nicht ein großes Zeichen der Hoffnung? Sie können nicht alles, was Sie wollen. Sie können die Wirklichkeit nicht weglügen. Aber auch in Cottbus, Freunde, auch Cottbus ist neben und gemeinsam mit Dresden immer wieder ein ermutigendes Beispiel für Bürgersinn und echte Zivilcourage. Wir haben mehrfach davon gehört. Und ihr habt immer reagiert, wenn der Anlass dazu da war, sei es nach der Messerattacke in der Silvesternacht des vergangenen Jahres oder sei es nach der Freilassung des mutmaßlichen und immer noch dringend tatverdächtigen Mörders von Gerda Krüger. Ihr habt stets reagiert. Und wir haben erlebt, wie hier Tausende den Mut gefunden haben, den Mund aufzumachen in ihrer Wut und in ihrer Empörung darüber, was in diesem Land passiert. Und wir haben auch die bleichen Gesichter von Ministern und Ministerinnen gesehen, als Wahlergebnisse verkündet wurden und ihre Karrieren ein Ende hatten. Und wir haben mit der Mühle in Cottbus einen Ort geschaffen, des echten Bürgerdialogs, fernab von Einlasskontrollen und Absperrgittern. Und wir laden euch ein, auch nach dieser Kundgebung in der Mühle zusammenzukommen und Kaffee zu trinken und sich mit uns auszutauschen. Und wir haben die Kampagne vom toxischen Cottbus, die ja genau deshalb geführt wurde, von uns abperren lassen. Wir haben nicht resigniert unter all diesen Angriffen, unter all dieser Hetze, sondern wir sind zusammengerückt, haben neue Freundschaften gefunden und haben unsere Verbindung mit anderen Bürgerinitiativen und Kräften gefestigt. Und die Zeit wird kommen, wo wir darauf zurückgreifen werden. Und wir haben deutlich gemacht, Freunde, das ist noch immer hier. Das hier ist noch immer unser Land. Das ist das Land der Deutschen und das soll das Land der Deutschen bleiben. Und wir wollen nicht unter anderen Völkern sein, aber wir wollen uns auch nicht abschaffen lassen. Das sind wir unseren Vorfahren, das sind wir unseren Nachkommen schuldig, das sind wir uns selbst schuldig und das sind wir der Welt schuldig. Bleiben wir weiterhin so standhaft, klug und besonnen, ziehen wir Strebenbeine in das Fundament, das wir geschaffen haben und lassen wir uns nicht von den falschen Politikern beiseite schieben. Wir brauchen keine Weltverbesserung, wir brauchen Menschlichkeit.
und unseren Nationalstaat zu bewahren, das ist unser spezifischer Beitrag zu einer menschlichen Welt. Liebe Freunde, hoffen ist Pflicht auf ein gutes Jahr 2000. Der Widerstand geht weiter. Ich danke euch. Wir gehen nicht auseinander, ohne unsere Hymne gesungen zu haben. Und jetzt bitte ich möglichst viele auf den Hänger von den Rednern. Bitte, stimmkräftige Unterstützung. Lars, komm. Sind wir alle bereit? Gut, wir machen weiter. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe deutsches Vaterland, blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Vielen Dank, ich danke euch. Ich danke der Polizei, die auch diese Kundgebung gut abgeschirmt hat. Ich wünsche euch allen einen guten Nachhauseweg. Bleibt gesund. Und wir machen im nächsten Jahr weiter. Bis bald. Die Versammlung ist geschlossen. Eier. Eier.